Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Was stimmt mit dem nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Horikstadt. Ich komme aus Horikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Ara, Dibella, Gynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wackelt! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Raloff von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor! Wer seid ihr? Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu The Elder Scrolls 5 Skyrim und wir werden uns jetzt hier mal einen Schar basteln und zwar, was wollen wir denn werden? Ein dreckiger Ork? Nein, eine Rotbadone, ein Waldelf? Nee, wir werden sagen, bleiben wir ein Nord oder werden wir ein Kaiserlicher? Ich würde sagen, wir sind ein... Kaiserlicher, geht's hier auch weiter, oder? Er fertig. Aber er macht da auch nichts, okay. Auch interessant. Ah ne, was? Nein. Ich würde gerne... Okay.
Weiblein oder Männlein? Wir werden natürlich Männlein sein. Vorgaben, Hautfarbe, wir sind natürlich, ja, das geht, Gewicht, ja, nicht ganz so dünn. Nicht ganz so dünn, dann geht's weiter, Kopf, wie wollen wir denn aussehen? Ja, so, ein bisschen schmutzig muss man schon sein. So, Narben, komm hier, sowas. Der Kriegsbemalung, nee, Kriegsbemalung nicht und Gesicht-Nasenart. Die gefällt mir doch. Ein bisschen. Beweg dich mal nach rechts. Und jetzt kannst du wieder zu uns gucken. Genau, guck uns an. Kiefer. Ich mach das jetzt hier mal nach gut düngen eigentlich. Komm. Genau, ein bisschen. Ja, das gefällt mir schon mal sehr gut. Die Augen. Augenform. Ja, komm, die gefällt mir. Komm hier blauäugig. Augenbreite. Nicht ganz so breit. Ein bisschen. Ja. So, das gefällt mir auch schon mal. Jetzt die Brauenart. Genau das. Ein bisschen höher, nicht ganz so breit, nicht ganz so lang. Gut, das war's auch. Okay, jetzt kommt der Mund. So, das. So. Na, okay, Kinnbreite. Kinnlänge, gucken wir mal nach. Ja, okay. Ja, okay. So, und jetzt die Haare noch. Natürlich ganz wichtig, welche Haare wollen wir denn haben, mit denen wir hier. Nee. Wir werden übrigens ein Krieger werden, das heißt, wir müssen ein bisschen. So, ich würde ja sagen, nee, das. Nee. Ja, das schon gar nicht. Wie wär's denn damit? So, nee, okay, passt. Also dünn. Nehmen wir doch einfach mal. Wie wär's denn hier mit, oder? Was haben wir denn hier noch? Gefällt mir auch nicht ganz so. Das hat mir. Okay, das. Ja, ein Bart natürlich muss ja auch sein. Ja, genau, Haarfarbe. Meiner blond, schwarzhaarig oder grauer? Ich würde sagen. Er gefällt mir. Genau, und wie wollen wir denn heißen? Wie wollen wir uns nennen? Das ist eine gute Frage. Ich habe da schon eigentlich. Zumindest hatte ich einen Namen, aber. Der ist jetzt so wieder mal in die Leere verschwunden. Ja, der Name ist natürlich wichtig. Ich habe da eigentlich ein Buch. Moment, das haben wir gleich. Genau, wir müssen doch nochmal zurück. Tab abbrechen.
So. Das ist besser und natürlich Albanak. Wir heißen. Ihr seid weit weg von der Kante. Ja. Was tut ihr in Himmelsrand? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht. Boah. Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Sie. Danke, davon habe ich viel. Unschuldig getötet zu werden. Blöde Kudi. Ja, nein. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und das schwätzt schön aus. Und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Und ouch. Tschüssi. Kaiserlichen Dreckskerle. Gerechtigkeit. Tod den Sturmmänteln. Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Rebell aus Tirodiil. Ich bin keine Rebell, du blöde Kuh, aber lass mal stecken. Und ich habe so die Befürchtung, das wird ein mieser Cut, aber auf jeden Fall habe ich die Befürchtung, dass das mit unserer Hinrichtung nichts mehr wird, so wie sich dieses Schreien anhört, was auch immer das sein soll. So. Ah, lecker. Hallo. Da hinten war gerade was. Wie ist das möglich?